Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA. Wir machen heute weiter mit unserer kleinen Karriere, beziehungsweise wir gehen in Richtung Ende unserer Karriere. Ja, weil wir mit 5 Saisons, denke ich mal, passt das soweit. Und wir spielen heute weiter mit dem Duell gegen die Frankfurter Eintracht. Und zwar am DFB-Pokal. Da wollen wir natürlich eine Runde weiterkommen und ja, es wird nicht einfach werden, da bin ich mir fast sicher. Und dann kommt Augsburg in der Liga. Das ist aber jetzt gerade erst bei uns. Wir haben vor allen Dingen ein Heimspiel. Und jetzt gehen wir erstmal in die Pressekonferenz. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Eigentlich nicht, aber... gucken. Klar, das Heimspiel ist immer gut. Das ist klar. Natürlich, im Pokal ist auf jeden Fall auch alles möglich, ne? Natürlich muss die Konzentration hochgehalten werden, das ist ganz klar. In der Liga ist es jetzt nicht mehr so wichtig, den Titel haben wir. Was für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. So, auf geht's ins Match im Pokal bei der Frankfurter Eintracht. Oh, wir müssen ein bisschen rotieren, sehe ich gerade, weil da einige Spieler da ein bisschen angeschlagen sind. Ach komm, jetzt warte, scheiß drauf. Das ist mir zu wichtig, um da jetzt irgendwie Scheiße zu bauen. Ja, ich will diesen Pokal auf jeden Fall gewinnen. Und deswegen... wenn wir da nicht rotieren, sondern im nächsten Spiel dann gegen Augsburg wieder. So. So, da haben wir das. Na komm, egal, scheiß drauf. Halbfinale. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Wir haben es. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel am Mikrofon. Auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Halbfinale, Wolf. Nimm mal eine Nase voll. Wir können am Endspiel riechen. Und ich glaube, genau das ist die große Gefahr. Du musst einen Schritt nach dem anderen gehen. Von Spiel zu Spiel denken. Genau so ist es. Das kommt ganz schnell was aus. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Im Tor ist Manuel Neuer. Nico Elvedi spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr. Und vorne agieren sie in dieser Begegnung heute mit zwei Stürmern. Das ist einfach nur, wir wollen zwei, wir wollen weiterkommen. Wir können in der nächsten Partie ein bisschen rotieren. Also über Liga, da ist es entschieden. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Was sie immer wieder schaffen, ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. Damit kannst du jedem Gegner dein Spiel aufzwingen, aber du bist natürlich auch anfällig. Du darfst nie abschalten. Vielen Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel.
So, auf geht's. Anschluss, DFB-Pokal-Halbfinale. Wer schafft es nach Berlin? Entweder wir oder wir Heidprag. Diese Duelle gab es schon mal andersrum. Da haben wir nämlich in Frankfurt dann verloren. Freistoß, mehr nicht. Und jetzt gibt es die erste Situation. Da kommt der Pass auf außen. Marco Richter. Ah, Richter, gut, der dazwischen. Aber rumgedreht. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Lea. Santimina. Super, nicht wirklich. Kann nicht wirklich. Den holt er sich mit einem guten Frankfurt Tempel. Mit einem Ballgewinn. Eine ganz gefährliche. Jetzt der Ballverlust. Jetzt gefährliche Situation, aber das haben die Schalker sehr gut gelöst. Viele wegen geredet, weil er am Saisonende die Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen wollte. Richter! Marco Richter! Tor! Und nun sind sie in Führung in diesem Halbfinale. 1:0. Es ist Paulinho! Und wir sehen ja auch den Jubel. So hatten sie sich das erhofft. Endlich klappt mal wieder so eine Situation, dass man da mal durchmarschiert. Tolle Szene, wir sehen uns die Wiederholung nochmal an. Erste Parade scheint. Gut gehalten vom Keeper und dann über den Innenpfosten. Keine Chance. Hier nochmal dieser Treffer. So, 17 für Pokaltor für ihn, der wird schon Zuschützenkönig werden. 1:0. Und jetzt hat er zumindest mal der erste Schritt ist getan in Richtung Pokalfinale, Richtung Berlin. Beto. Beto Henrique. Paulinho. Abschluss. Latta gelb. Ja, Arnold. Das war ein Foul und auch die Verwarnung ist meiner Meinung nach vertretbar. Santimina. Macht er gut. Gut gelöst. Gibt Einwurf. Einwurf Frankfurt. Lea. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgebrochen. Die nächste, nächste Einwurf, Einwurf für die Frankfurter. Könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss. Maximilian Aber. Ah, schön gelöst, Lario. Ah, Lario. Ah, Lario. Tor, da ist es. Und damit sind sie jetzt mit 2 Toren vorne. Dieses Halbfinale läuft genauso, wie sie sich das vorgestellt haben. Yes. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach. Ja, in den 5. Saisontor einmal nicht Meister geworden. Das war das erste Bundesliga-Jahr am Aufstieg. Jetzt sind wir dann Zweiter geworden mit 3 Punkten durch auf die Bayern. Weil wir da ein bisschen zu viel verloren haben. Aber jetzt, seitdem fluppt das Ding hier durch, ohne Problem die Karriere. Und jetzt wollen wir natürlich. 2:0 noch Pokal weiterkommen und in der Liga bzw. in der Champions League weiterkommen. Ja, da habe ich eigentlich einen Freischuss, okay. Clear. Da erobert er den Ball. Gut gemacht, Agu. Gut gemacht, Richter, der Tempo aufnimmt. Den Gündüz. Die Gelegenheit. Den er mal stehen lässt. Richter, 3:0. 32. Minute.
Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Also gut gemacht auf alle Fälle. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Ja, gut gemacht, da ein bisschen. Paulinho. Ah, schade. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. So, kann die Frankfurter jetzt noch mal zurückschlagen oder bleiben wir da? Der FC Schalke mit dem Vorteil. Toller Pass. Oder ist das hier schon das Ende? Und wenn jetzt das 4-0 fällt, ist es wahrscheinlich sogar das Ende. Und Trapp verhindert doch mal den Einschlag. Bisschen zu schnell überhastet abgeschlossen. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Georgi Zitaishvili. Super. Da ist Platz auf dem Flügel. Zitaishvili. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Was macht er draus? Den kann er natürlich. Oh, war ganz ja auch ein. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Nachspielzeit, eine Minute. Jetzt im Hintergrund läuft. Der wird dann alle laufen lassen, diesen Angriff über Marco Rich. Marco Rich. Da, und es ist das vierte. Und damit dürfte es eigentlich auch durch sein, dass wir im Finale stehen. Boah, da hat er gezeigt, was will er ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoller, schöner Solo-Lauf, gekrönt von einem sehenswerten Tor. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. So, Pause, 4-0. Das Finale. Und sie können es tatsächlich schaffen. Denn zur Halbzeit liegen sie in diesem Halbfinale vor. Noch ist hier kein Grund zum Jubel, noch muss man kühlen Kopf bewahren. Richtig. Aber das wird Ihnen der Trainer in der Kabine schon sagen. So, was passiert noch in der zweiten Halbzeit? Kommen die Frankfurter nochmal irgendwie zurück oder bleibt es bei diesem souveränen Führung? Oder können wir die Führung noch aufbauen? Wechseln werden wir auf jeden Fall, weil Arnold, den werde ich definitiv brauchen im Finale, deswegen werde ich ihn jetzt rausnehmen. Und ja. Und halt diese Doppelwechsel vollziehen. Einen lasse ich mir noch offen, falls auch was passiert. Und dann geht es weiter mit Halbzeit Nummer 2. Den Anpfiff zur zweiten Hälfte geht weiter im Pokal. Halbfinale. Kann gerne so weitergehen wie im ersten Durchgang. Gucken. Und damit sind sie am Ball. Glück gehabt, dass der Frankfurter Verteidiger da mal ein bisschen aufgepasst hat, sonst wäre das hier auch richtig gewesen. Und da ist der Ball wieder weg. Zweimal verfolgt in Evedi und es gibt Abschluss. Einwurf Schalke. Ja, der eigene Eckfahne, ungefährlich eigentlich. Reus jetzt am Ball. Ja, die Verantwortlichen von Aston Villa scheinen an ihrem derzeitigen Wunschspieler dran zu sein. Man hört schon von einem recht konkreten Angebot. Harter Schuss. Bellingham. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Nicht mehr dabei. Die Nummer 19. Roberto Gagliardini. Neu auf dem Feld. Die Nummer 24. Corentin Tolisso. Ball ist wieder weg. Savic. Hat jetzt mal dran. Kein jetzt Foul. Gut, jetzt hat er und gib ihm. Der super Pass auf Marco Reus. Genäht von Dortmund, der Meister hält. Sein Doppelpass. Jetzt können Sie den Ball
Und okay. Sie werden hier wechseln. Ecke kommt in den 16er. Hallo. Kein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut, sind dicht an ihm dran, den Konter kaum besser machen. Ja, noch nicht super. In der Hälfte 2 ist noch nicht passiert. Gut, das ist nicht schlimm. Wir haben ja die Mega-Grundlage schon im ersten Durchgang gelegt. Jetzt gehen wir uns jetzt hier Augsburg. Das machen wir uns dann morgen. Das könnte eine richtig gute Partie werden, denke ich. Alassane Plea. Ja, schade. Gegner ist da. Reus. Das könnte die Chance werden. Nochmal eine Ecke. Kommt der Hazard. Eckball. Auch von dem heute noch nicht allzu viel zu sehen. Jetzt mal eine Ecke von Marco Reus. Alario kommt nicht rein. Diese Ecke erstmal weg. Ja, wir gehen, lass es aber auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen ruhiger gehen. Das ist 20 so. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und da sehen wir, mit wem es die Frankfurter in Kürze zu tun bekommen. Baku, gut gelöst da. Leipzig im nächsten Hazard. Match in der Bundesliga. In dem Duell gibt es für mich keine Frage. Was macht er noch? Hazard und Trapp. Hinter dem Ball, dann ist er leicht dazu. Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Da oben, der fordert den Ball. Da setzt er sich gut durch. Paulinho. Gut dazwischen gegangen. Immer war ein bisschen zu. Überhastet momentan. Die zweite Halbzeit ist viel zu überhastet momentan, was die Schalke da so spielen. Sie haben den Ball und können kontern. Reus. Und Reus. Ganz alleine. Reus. Chance lebt noch. So, Doppelwechsel jetzt, nochmal ein Wechsel jetzt. Weiter geht's. Ich hoffe, keine 5-Wechsel ziehen können. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Unnötiger Ballverlust. Ja, maximal sehr unnötig. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Und der Vorteil für Schalke. Großes. Schalke jetzt über außen. Der ist ja eingewechselt gerade erst. Zieht ab und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Jetzt wird bei den nichts mehr weiter passieren in der zweiten Halbzeit. Es sei denn, die Frankfurter machen jetzt nochmal was. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Alario. Da kann sich was entwickeln, Achtung jetzt. Doch noch ein Tor mit 2-1-5-0, damit ist es für die Wiener. Dann passt noch der erste Halbzeit. Dass der Trainer sehen, da haben sie ihr Tempo ausgespielt, ihre Übersicht und ihre Kaltschnäuzigkeit. Finale, Berlin. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir haben es jetzt noch einmal verpasst, auszuscheiden, dass da in der Drittliga-Saison, der Drittliga-Saison, also im Aufstieg, ersten Jahr haben wir es ja noch gewonnen, dann sind wir im Viertelfinale in Frankfurt rausgeflogen, völlig verdient. Seitdem haben wir es jetzt geholt, als glaube ich das dritte Mal hintereinander oder so mittlerweile. Oder beziehungsweise, ja, es ist ja noch nicht geholt, es ist ja erstmal nur das Finale. Es ist erstmal nur der letzte Schritt. Genau so hat er sich das erhofft. Schade euch, dass ich nur das Wiederholungsspiel in Bremen zeigen konnte. Das erste Spiel war jetzt 5-3. Auch da hätten wir eigentlich rausfliegen können. So. Damit ist es amtlich. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Ich bin total überzeugt und das nicht nur in der beiden Klasse. Ja, und damit ist es amtlich. Wir sind im Finale.
Den Schritt haben wir gemacht. Champions League stehen wir im Halbfinale. Da müssen wir auch noch die Schritte mal den weiters weiterkommen irgendwie fixen. Klar verdient. 7:1 war der Torschussbilanz. Also da brauchen wir mal keine Gedanken zu machen. Das haben wir ziemlich souverän nach unten gespielt. Und ich hätte nicht erwartet, dass es so ein einfaches Spiel wird. Im Finale treffen wir uns auf Mainz 05, die den SC Freiburg besiegten. Und mit dem Mainzern haben wir, ja, schon ein bisschen so ein schwerer Gegner. Auf jeden Fall, aber na gut. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Moment, dann. Und da ist der Gegner FC Augsburg. Und da wollen wir natürlich gewinnen. Aber es wäre nicht schlimm, wenn wir es nicht tun würden. 13 Punkte Vorsprung. Das werden wir nicht verspielen mehr. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet bei Let's Play FIFA 21. Und dann haben wir den viertletzten Spieltag. Und dann geht's hoffentlich bald mit FIFA 22 weiter. Mal gucken. Bis dahin.